Einmal in der S-Bahn hat einer richtig über herumgespuckt und dann habe ich ihn angesprochen. Der kam sofort an mich ran, er wollte mich beff und dann killen und keiner hat geholfen. Und dann ging aber die S-Bahn, ging die Tür auf und ich konnte aussteigen. Aber glauben Sie mir, ich war tagelang krank, weil das so eine bedrohliche Situation war. Was ich einmal schon gemacht habe, da war auch sowas, da habe ich rumgeschrien, Leute, helfen! Und dann kamen wir und dann wurde der rausgeschmissen aus der S-Bahn. Ich habe schon Angst, vor den Bahnhöfen vor allen Dingen, dass jemand mich bedrängen könnte oder eventuell meine Tasche haben will. Ich habe einfach Angst. Mit dem Projekt Zivilcourage aber sicher möchte die Sicherheitskonferenz Harburg den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mut zur Zivilcourage im öffentlichen Raum machen. Zivilcourage ist vor allem in Konflikt-, Gewalt- und Bedrohungssituationen gefragt, um Schlimmeres zu verhindern. Doch wie kann ich als Einzelner helfen? Wie verhalte ich mich richtig? Entschuldigung, Sie mit dem Rad, können Sie mir vielleicht helfen? Können Sie vielleicht Hilfe holen? Wie bringe ich mich nicht in Gefahr? Fragen, die ohne Antworten zum Wegschauen führen. Um diese Fragen richtig zu beantworten, werden mit zwei Schauspielern auf öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen bedrohliche Situationen inszeniert und durch eine Moderatorin die Zuschauern zum Mitmachen animiert. Durchgeführt von der Sicherheitskonferenz Harburg unter der Mitwirkung von DB Sicherheit, dem Weißen Ring, der Bundespolizei, der Polizei Hamburg, den Kiezläufern Neugraben und der Lahmet-Stiftung. Start der viertägigen Aktion im April 2016 war der Gloria-Tunnel bei der Seewe-Passage im Harburger Zentrum. Hier eröffnet der Bezirksamtsleiter Thomas Völsch und der Staatsrat Bernd Krösser am Nachmittag die Veranstaltung. Thomas Völsch sieht in der Aktion eine Notwendigkeit. Wichtig ist es, dass man Menschen Sicherheit gibt, Zivilcourage zu zeigen. Das brauchen wir in unserer Stadt. Leider geht es nicht immer so friedlich zu, wie man sich das vielleicht gerne wünscht. Und wenn so etwas passiert, sind sicherlich alle Menschen froh, wenn sie jemanden haben, der sich solidarisch erklärt und der ihnen hilft. Staatsrat Bernd Krösser betont: Man kann in jeder Stadt, in jedem Ort nur sicher leben, wenn man einander hilft. Wenn man sich nicht alleine darauf verlässt, dass andere helfen, sondern dass man selber auch für den Menschen eintritt, der einem am nächsten ist. Marek Erhard, Schauspieler und Botschafter des Weißen Rings, unterstützt die Aktion. Wir sollen helfen, wir können auch helfen, aber man darf eben nicht anfangen, sich selber in Gefahr zu bringen, denn dann hilft man dem Opfer nicht und sich selbst schon gar nicht und im Zweifelsfall dem Täter auch nicht. Also ich denke, man sollte das einfach mal ein bisschen differenzieren. Wir sollten uns einfach mal bewusst darüber werden, dass wenn brenzlige Situationen entstehen, dass man einfach für sich selber mal überlegt, was kann ich tun. Meistens hat jeder ein Handy dabei und meistens ist es auch so, dass viele andere Menschen mit auf der Straße sind und laut rufen, laut schreien, bringt meistens auch schon eine ganze Menge. Unter den Augen von zahlreichen Journalisten, Zuschauern und Experten der Kriminalprävention spielten die Schauspieler Jens Richter und Monika Elz eine Theaterszene. Man stelle sich ein leeres Zugabteil vor. Die junge Frau wird von einem Mann angemacht. Die Situation wird bedrohlich. Hilflosigkeit macht sich breit. Und stopp! Alina ist in eine Situation gekommen, in der sie sich jetzt garantiert nicht wohl fühlt. Die Moderatorin Julia Baum unterbricht. Und jetzt sind die Zuschauer gefragt. Die Vorschläge der Zuschauer: Sitzplatz wechseln, weggehen, zurechtweisen, Notruf drücken. Alle Vorschläge werden durchgespielt und mit Applaus quittiert. Durch Mitmachen und Nachdenken konnten zahlreiche Lösungen mit erfolgreichem Ausgang gemeinsam entwickelt werden. Durch diese Erfahrung werden den Zuschauern die vielfältigen Möglichkeiten praktischer Zivilcourage dargestellt. Ähnlich verläuft auch zwei Tage später die Aktion im Harburger S-Bahnhof. Hier beeindrucken die Theaterszenen die Fahrgäste der S-Bahn. Viele zeigen der Moderatorin ihre spontane Hilfsbereitschaft und waren bereit, deeskalierend einzugreifen. Selbstverständlich ohne sich selbst zu gefährden. Erstaunlich war das Engagement der Zuschauer, erstens mitzuspielen und zweitens raffinierte Lösungen anzubieten. Oft erweisen sich die einfachsten Mittel am effektivsten und ernten großen Applaus.
Am letzten Tag der Aktion wird die Spielfläche in die Fußgängerzone des Neugrabener Marktes verlegt. Auch hier beeindrucken die realitätsnahen Theaterszenen der beiden Schauspielern die Passanten aller Altersklassen. Viele ältere Menschen sind beeindruckt von den Möglichkeiten, Zivilcourage auszuüben und fassen Mut, der Moderatorin ihre Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Gerne greifen die Schauspieler die Vorschläge auf und setzen sie um. Hallo, Entschuldigung, hier ist ein Mann, der mich belästigt. Können Sie bitte gleich Hilfe schicken? Ja? Ja, so würde ich das machen. In Ihrem Sinne? Ja, natürlich. Viele Passanten sind begeistert, loben die Aktion und freuen sich über die guten Ratschläge, die die Zivilcourage fördern. Das ist super, dass Sie diese Aktion durchziehen. Super, super. Also von daher finde ich diese Veranstaltung sehr schön, sehr plastisch mit den Schauspielern, sage ich mal, mit den Akteuren. Also das finde ich, bleibt im Kopf.